Da bin ich wieder. Leider läuft ja hier nicht immer alles reibungslos ab. Deswegen ist mir durch ein Missgeschick zufälligerweise ein Teil des Spieles, sagen wir mal, verloren gegangen, ja. Weil ich muss ein Stück nochmal spielen. Ich weiß aber dafür jetzt nach langer, langer Suche, wie es hier so ungefähr weitergeht. Es folgt gleich ein ellenlanger Dialog, deswegen nutze ich die Zeit einfach mal, um zu sagen, dass mir das Spiel bis hierher sehr gut gefallen hat. Ich mach den Riemen mal nass. Ich mag die Grafik, ich meine, mag die oh, ist das kalt. Stimmen, die Synchronsprecher. Warum nehme ich den Riemen aus dem Wasser? Gefriert er schon. Es ist mir aber ein bisschen zu wenig Aktion bisher. Ein bisschen zu viel Gequatsche. Bitte, das ist doch jetzt egal, oder? Also ehrlich, das ist doch Geschmackssache, oder nicht? Das könnte klappen. Und zack, ist die Stange wieder weg. Gezaubert. Wir werden gleich übrigens Werner kennenlernen, aber erstmal befestigen wir den Fallschirm am Cockpit. Ich leg den Fallschirm hier ab und binde die Tragegurte fest ans Cockpit. Hopp. So, jetzt festgezwirbelt und dann die Reißleine ziehen. Das machen wir jetzt dann hier. Dann zieh mal die Reißleine. Und ab geht er. Teufel. Hast du das gesehen, Kim? Geschafft. Ich bring dich trotzdem um. Später. Ja. Ich hole dich erstmal aus dem Wrack raus. Na, aufgetaut? Du hast fast 4 Stunden geschlafen. Mir ist immer noch schrecklich kalt. Beweg dich, dann wird's besser. Und solange das Feuer brennt, erfrieren wir auch nicht. Beruhigend. Was hast du jetzt vor? Irgendwelche Pläne? Wir werden die Nacht hier verbringen müssen. Es wird bald dunkel. Die ganze Nacht? Bei der Kälte? Wunderbar, das wollte ich doch schon immer mal machen. Warum sollte ich gleich noch mal aus Hongkong verschwinden? Was sagtest du, damit ich in Sicherheit bin? Ja, genau, ich erinnere mich, das waren deine Worte. Komm mit mir, sonst werden dich die Triaden in Hongkong umbringen. Kim. Bei mir bist du sicher. Ja, der tolle Fenton Paddock hat immer alles unter Kontrolle. Kim. Wir überleben mit Ach und Krach eine halsbrecherische Verfolgungsjagd und einen Flugzeugabsturz, nur um irgendwo mitten im Himalaya zu erfrieren? Kim, jetzt halt mal kurz die Klappe und hör mir zu. Während du geschlafen hast, habe ich mir die Unterlagen deines Onkels angeschaut. Und? Er war 1922 hier in der Gegend mit einem Forscher namens Arthur Hayes unterwegs. Sagt dir der Name was? Ja, Onkel Wang erzählte mir oft von dieser Expedition. Professor Hayes hat ihn damals als Kartografen auf seine Himalaya-Expedition mitgenommen. Jedenfalls ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. Das meiste ist in traditionellem Chinesisch verfasst, aber manche Abschnitte hat dein Onkel in einer mir völlig unbekannten Schrift geschrieben. Nach dem, was ich lesen konnte, waren er und Hayes auf der Suche nach einem Kloster, das sie hier in der Gegend vermuteten. Weißt du, was das bedeutet? Dass du nicht alle Schriften kennst? Mal ernsthaft. Falls es hier in der Gegend tatsächlich ein Kloster gibt, wäre das unsere Chance auf Rettung. Ja, du hast recht. Manchmal hat mein Onkel sehr vertrauliche Dinge in einer nur ihm und mir bekannten Geheimschrift verfasst. Zeig die Unterlagen doch mal her. Hier, kannst du was davon entziffern? Nun, hier steht, dass mein Onkel und Professor Hayes eines Tages in einer Höhle Schutz vor einem heraufziehenden Sturm gesucht haben. Wir waren überglücklich, rechtzeitig einen Zufluchtsort gefunden zu haben. Als wir etwas tiefer in die Höhle vordrangen, merkten wir, dass wir nicht die einzigen waren, die diesen Ort als Obdach nutzten. Im Schein unserer Fackeln erkannten wir einen Mann, der an der Felswand lehnte. Hayes sprach ihn an, aber der Unbekannte rührte sich nicht. Also berührten wir ihn und stellten fest, was wir schon vermutet hatten. Der Mann war tot. Er war steif gefroren und möglicherweise schon längere Zeit hier. Der Mann trug die Gewänder eines Mönchs und war vielleicht während einer Pilgerreise von einem Schwächeanfall heimgesucht worden. Hayes machte mich auf etwas aufmerksam. Neben der Leiche des Mönchs befanden sich Reste eines Pergaments, das zunächst zerrissen und dann entzündet worden war. Möglich, dass der Mönch versucht hatte, mit letzter Kraft ein wärmendes Feuer zu entfachen. Bei näherer Betrachtung der verbrannten Pergamentreste stellte sich heraus, dass es eine Karte war.
Hayes erkannte anhand einiger Fixpunkte, dass es sich um die Darstellung unserer Umgebung handelte. Die Texte, die man auf der Karte noch erkennen konnte, waren in einer uralten Schrift verfasst, die Hayes nur bruchstückhaft übersetzen konnte. Als der Professor seine Augen über die Karte wandern ließ, stockte zunächst sein Atem, um danach vielfach beschleunigt wiederzukehren. Seine zittrigen Finger fuhren über ein Wort: Kembalung. Hayes, der in Vorbereitung auf seine Expedition alle zugänglichen Quellen studiert hatte, erklärte mir, dass sich viele Legenden um ein Tal mit diesem Namen ranken. Es soll dort ein uraltes Kloster geben, zu dem aber kein Außenstehender je vorgedrungen sei. Die Mönche aus dem Kembalung-Tal sollen nach den Legenden ein uraltes und sehr mächtiges Geheimnis hüten. Womöglich war uns ein Schlüssel zu diesem versteckt gelegenen Tal in die Hände gefallen und Hayes wurde sehr aufgeregt bei dem Gedanken, was das für ihn, den Tibet-Forscher, bedeuten konnte. In diesem Moment schaute ich mir den toten Mönch wieder genauer an. War das vielleicht einer dieser zurückgezogen lebenden Mönche? Wo wollte er hin? Oder war er vielleicht wieder auf dem Weg zurück und hat das letzte Stück nicht mehr geschafft? Mein Blick fiel auf seine Hände und ich bemerkte, dass die Finger seiner linken Hand etwas umschlossen hielten. Hayes bemerkte es auch und öffnete die verkrampften Finger des Mönchs recht unsanft. Hayes nahm den Gegenstand an sich und hielt ihn ins Licht meiner Fackel. Es handelte sich um einen Stein, der die Form eines Drachenauges hatte. In der Mitte befand sich ein großer grüner Edelstein, in dem sich das Licht brach und auf wundersame Weise an die Wände geworfen wurde. Hayes steckte den Stein ein. Er muss meinen Blick wohl bemerkt haben, denn er rechtfertigte sich dafür. Der Stein wäre besser bei einem Wissenschaftler aufgehoben als bei irgendwelchen Bauern oder Hirten, die vielleicht irgendwann mal in diese Höhle kommen. Hochinteressant, aber überspring mal ein paar Abschnitte. Haben Sie das Kloster gefunden? Nicht so hastig. Ich habe diese Geheimschrift schon lange nicht mehr gelesen und bin etwas aus der Übung. Sie begaben sich also auf die Suche nach dem Kembalung-Tal. Der hereinbrechende Winter machte es allerdings unmöglich, den Zugang zum Tal zu finden. Denn dazu hätten sie Pässe überwinden müssen, die zu der Zeit unpassierbar waren. Diese Umstände zwangen sie dazu, die Expedition abzubrechen. Nach ihrer Rückkehr versuchte Hayes, Geld für eine besser ausgerüstete Expedition aufzutreiben. Doch niemand wollte ihm die Suche nach dem Kembalung-Tal finanzieren. Man hielt das wohl für ein Hirngespinst. Mein Onkel hat eine Karte mit der vermutlichen Lage des Tals angefertigt. Auf ihr ist auch verzeichnet, wo sie ihre Suche abbrechen mussten. Perfekt. Dann nehmen wir das als Anhaltspunkt für unsere Suche. Aber das klingt doch alles sehr vage. Woher willst du wissen, dass es das Kloster dort wirklich gibt? Hayes und dein Onkel haben es doch auch geglaubt. Und das ist im Moment wohl unsere beste Chance. Eigentlich ist es unsere einzige Chance. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Hörst du das auch? Klingt wie ein Motor. Oh nein, vielleicht wieder ein Flugzeug? Nein, nein, das ist kein Flugzeug. Klingt eher wie... ein LKW? Ein LKW? Ja, natürlich. Los, Cam, schnapp dir deine Sachen. Wir ändern unseren Plan etwas ab. Was? Wir folgen dem LKW. Irgendwo muss er ja hinfahren. Können wir eine kurze Pause machen? Nein, tut mir leid. Wir müssen uns beeilen. Die Spuren werden bald zugeschneit sein. Hältst du noch etwas durch? Habe ich eine Wahl? Ich denke, wir werden bald was finden. Und warum bist du dir da so sicher? Weil ich eine Nase für sowas hab. Was ist das? Sieht aus wie ein Feldlager. Ich wusste gar nicht, dass Tibet eine eigene Armee hat. Das sind keine Tibeter. Erinnere dich an den Kampfflieger. Die Deutschen? Was wollen die denn hier? Haben die Tibet angegriffen? Unwahrscheinlich. Ich werde mal schauen, ob ich durchs Fernglas was erkennen kann. Blond. Verdammt. Was hast du gesehen? Die halten britische Soldaten gefangen. Zumindest konnte ich einen Offizier erkennen. Richard? Nein, Richard war's nicht. Aber vielleicht jemand aus seiner Einheit. Sie müssen auf die Deutschen gestoßen sein und dann...
Verdammt. Was willst du jetzt tun? Na, was schon. Ich muss den Offizier da rausholen. Er kann mir bestimmt sagen, was Richard und den anderen Männern passiert ist. Und wie wollen wir das anstellen? Wir? Vergiss es, Kim. Ich muss zugeben, bis hierher hast du dich tapfer geschlagen, aber das ist zu gefährlich für dich. Halt die Stellung, bis ich zurück bin. Was? Ich soll dabei zuschauen, wie du in ein schwer bewachtes Militärlager eindringst? Sie werden dich erwischen und dann sitze ich hier ganz allein rum. Ich will mir ja erstmal nur einen genauen Überblick über die Situation verschaffen. Dann warten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit und überlegen so lange, wie wir vorgehen wollen. Einverstanden? Warum lasse ich mich nur immer wieder von dir breitschlagen? Vielleicht, weil du mich eigentlich für einen tollen Kerl hältst? Träum weiter, Paddock. So, bis hierher zu kommen war kein Problem. Aber jetzt dürften die Schwierigkeiten langsam anfangen. Aus der Nähe betrachtet sieht das Lager nämlich noch beeindruckender aus. Ich frage mich so langsam wirklich, was die Deutschen hier wohl treiben. Wo willst du denn hin, Werner? Ich muss mal kurz dem kleinen Mann die große Welt zeigen. Passt auf, dass ihr beide nicht in eine dieser Gletscherspalten fallt. Da draußen ist alles löchrig wie ein Schweizer Käse. Bin ja nicht blöd. Zum Glück hat er sich die andere Ecke der Baracke für sein kleines Geschäft ausgesucht. Die Wachsoldaten scheinen da drin jedenfalls eine nette Party zu feiern und nehmen offensichtlich ihre Pflichten gerade nicht ganz so ernst. Naja, mich soll's nicht stören. Das sollte es mir leichter machen, ins Lager zu kommen. Juhu, ich kann wieder etwas tun. Ja, hier sind Löcher im Schnee. Was ist das denn? Keine Ahnung, woher diese Löcher stammen. Das weiß keiner so genau. LKW kann die Ladefläche ist verschlossen. Ja, ist verschlossen. Das werden wir gleich noch sehen, wie verschlossen die ist. Und jetzt kann ich mir nur hier dieses schöne Schild mal anschauen. Mal schauen, was da drauf steht. Vorsicht, Gletscher. Schau! Nein! Boah. Was für ein Sturz. Potzblitz. Zwei Bruchlandungen an einem Tag. Schlechtes Karma. Zum Glück ist wieder nichts Schlimmes passiert. Naja, einige meiner Ausrüstungsgegenstände sind bei dem Sturz verloren gegangen. Egal. Mal sehen, wie ich hier wieder rauskomme. Fenton! Fenton, kannst du mich hören? Kim? Verdammt, ich hab doch gesagt, du sollst warten! Spiel bitte nicht schon wieder den Helden! So wie es aussieht, wirst du wohl oder übel meine Hilfe brauchen. Na schön, aber pass auf, dass sich niemand sieht. Mach ich, keine Angst. Wie sieht's denn da unten aus? Kommst du irgendwie wieder nach oben? Durch den Tunnel nicht. Ich bin fast 10 Meter nach unten gerutscht. Aber hier sind ein paar Gänge, vielleicht... Psst, sei mal still. Kim? Oh-oh. Werner. Der jetzt hier den verschlossenen LKW einfach öffnet. Und Petroleum holt. Nachschub. Um ein bisschen was zu trinken. In dieser eiskalten Nacht. Obwohl, Nacht ist es ja gar nicht. Es ist ja die Abenddämmerung. Kim, alles in Ordnung? Ja, die Luft ist wieder rein. Ich schaue mich hier oben mal ein wenig um. Vielleicht finde ich was, das dir da unten hilft. Gut, aber pass auf dich auf. Ja, doch. Ach, ja, leider weiß ich das ja auch schon jetzt. Irgendwie passiert sowas jedes Mal, während... Da es hier seinen Zweck ja sowieso nicht erfüllt, nehme ich es mal mit. ...ich dieses Adventure spiele, dass ich einen Fehler mache und irgendwas klappt nicht. So. Die Löcher im Schnee sind Zigarrenreste. Ja, Zigarrenreste. Und ich brauche eine Zigarre was gleich. Was immer diese Löcher hier verursacht, wird das nächste Mal eine Überraschung erleben. Was sagt man dazu? Da fällt mir nichts mehr zu ein. So, hier sind noch ein paar Sachen drin. Ich nehme mal eine Ausgabe mit. Falls ich noch mehr brauche, weiß ich ja, wo ich sie finde. Das war ja die Zeitung jetzt, aber ich meine in der Kiste da. Schauen wir mal, ob was Brauchbares dabei ist. Gleich mehrere Sachen.
Und die werfe ich jetzt alle runter. Und die Programmierer haben daran gedacht, zurücktreten, bitte, dass es eine Einbahnstraße ist. Ich kann also alles, pass auf, darunter werfen, was Fenton auch wirklich braucht. Das, was er nicht braucht, zum Beispiel das Schild, das geht ist nicht. Zu groß und passt. So. Aber dieses Nazi-Magazin braucht er. Den Topf noch mit dem Fenton Deckel. Kopf einziehen. Lustig. Achtung da unten. Ja, und noch den Holzblock. Geh in Deckung, Fenton. Jetzt kommt was Schweres. So. Ich habe ja jetzt einen Gang und also sogar mehrere Gänge und ich weiß gar nicht so recht, wo muss ich jetzt eigentlich weiter, um hier rauszukommen. Na gut, ich werde mal mein Glück versuchen. Vielleicht finde ich ja einen Ausgang. Ich bin gerade sehr spannend, weil ich es ja schon die kenne. Die Gegend kommt mir irgendwie bekannt vor. Mist, so finde ich hier nie raus. Ohne Orientierungsmöglichkeit verlaufe ich mich hoffnungslos in diesem Wirrwarr von Gängen und Spalten. Ich habe aber einen schwachen Luftzug gespürt. Irgendwo muss es also eine weitere Öffnung geben, durch die ich vielleicht nach draußen kommen kann. Ja. Doch vorher nehmen wir mal ein paar Eisbrocken mit. Ich nehme nur ein paar von den kleineren Eisbrocken mit. Die großen sind mir zu schwer und zu kalt. Hiermit zünde ich den Gaskocher an. Ich zünde den Kocher mal an. Die kommen hier in den Topf. Ich leg mal ein paar Eisbrocken in den Topf. Der Deckel wird zugemacht. Gut, ich klebe den Deckel mit dem Dichtungsband fest auf den Topf. Und jetzt zünden wir noch so eine Wunderkerze hier an. Nun raucht und stinkt es wieder. Wunderkerze ist es ja nicht, ist ja so ein Räucherstäbchen, ne? Das stecken wir hier irgendwo hin. Okay, ich stell mich mal in die Mitte des Raumes und schau, durch welchen Gang der Rauch abzieht. Bei mir war es eben der ganz links. Na bitte, wer sagt's denn? Dieser Durchgang wird mich nach draußen führen. Und da ist es also immer noch. So, wir haben alles dabei, was wir brauchen gleich. Git, was stinkt denn hier so? Ich muss mich direkt unterm Lager befinden. Die Deutschen werfen ihren Müll in diese Höhle. Genau, und da unten ist noch etwas, was wir gebrauchen können. Ein Taschenmesser. Hey, ein Taschenmesser. Leider sind die Klingen abgebrochen. Natürlich. Sonst hätte man es wohl nicht in den Müll geworfen. Aber immerhin ist der Korkenzieher noch dran. Den brauchen wir jetzt auch bei dem Holzstück hier. Mal schauen, ob sich der grobe Klotz bearbeiten lässt. Schade, da am Taschenmesser nur noch der Korkenzieher zu gebrauchen ist, konnte ich lediglich den Asteinschluss rausziehen. So, etwas Zeitung hier auf dem Müllberg. Ich lege ein paar Seiten hier oben zwischen die Holzreste. Korken noch hier in diesen Topf. Gut, ich habe den Bolzen fest ins Loch im Deckel gesteckt. Jetzt das Papier anzünden. Die Zeitungen brennen und werden hoffentlich auch noch den restlichen Müll in Brand stecken. Mal sehen, ob das die Eisschicht da oben zum Schmelzen bringt. Die obere Müllschicht brennt zwar ganz gemütlich vor sich hin, aber das Feuer will nicht so richtig in Gang kommen. Auf die Art haut das Eis dort oben jedenfalls in 100 Jahren nicht. Ich sollte meinen Plan vielleicht mal überdenken. Das mache ich jetzt auch, indem ich hier... Oh! Ach, jetzt sehe ich gerade, es fehlt was. Mal schauen, was jetzt passiert. Aber diese irre Animation können wir ja erstmal anschauen. Nicht schlecht. Die praktische Seite der Physik. Jo, super. Wir brauchen nämlich noch die Kordel hier. Den Fenton hat jetzt ja quasi einen Ausgang, aber er muss ja auch irgendwie da hochkommen, ne? Fenton sagte, dass er fast 10 Meter durch einen Tunnel nach unten gerutscht ist. Die Kordel ist also viel zu kurz, um Fenton wieder nach oben zu holen. Ich werde sie zu ihm runterwerfen. Vielleicht kann er ja was damit anfangen. Vorsicht, Fenton! Ich werf was runter! Binden wir jetzt schnell noch hier. Die Kordel lässt sich prima am Schlittenhorn befestigen. Und rauf damit. Jetzt gut zielen. So, ab hier weiß ich nichts mehr. Also rauf bin ich schon noch und dann war es das auch erstmal wieder.
Ich denke, der Part ist sowieso jetzt zu Ende. Also bis zum nächsten Part, würde ich sagen. Das muss das Zelt sein, das wir von oben gesehen haben. Hoffentlich ist der englische Soldat noch immer dort.